Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Unruly Heroes für die Nintendo Switch. Und ja, was soll ich sagen? Wir machen direkt da weiter, wo es das letzte Mal aufgehört hat. Genau, den haben wir besiegt. Mal sehen, ob der uns irgendwas kann. Oh. Was macht er da? Er pustet da irgendwie ja, Nebel raus. Gut, hier sind wir. Mit ihm. Vakuum. Ah, sehr cool. Damit können wir dann die Nebel wegsaugen. Okay, da sieht man auch fast gar nichts mehr. Ist ja pechschwarz denn. Gut. Zack. Ah. Genau. So. So. Okay, da links. Und weiter geht's. Saugen. Alter. Hat man schon fast sich das Ding ins Gesicht gesaugt. So. Bam. Gut, hier brauchen wir den hier. Nicht. Zack. Brücke ist auf. Und weiter geht's. So, Special Move ist immer ganz praktisch. Und da kommt der erste. Blöde, fiese Boss. Oh. So ein Arsch. Na gut. So, weg ist er. Da holen wir uns den Affen wieder. Und speichern. Gut. Weiter geht's. Ja, wenn ihr euch wundert, warum die goldenen Dinger schon eingesammelt sind, tatsächlich mache ich das jetzt gerade nochmal, denn die Aufnahme ist mir leider kaputt gegangen. Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr. Aber ich konnte es nicht ändern. Ah, oh, wie dumm. Ich konnte es leider nicht ändern und musste dann jetzt noch neu machen. Aber ihr habt nicht viel verpasst, 10 Minuten. Ist auch nicht so schlimm, denn diese 10 Minuten, die zeige ich euch jetzt ja nochmal. Deswegen wundert euch nicht, dass ich die Münzen schon alle eingesammelt habe. Und ich mich natürlich so ein bisschen auskenne jetzt gerade hier. Hä? Bin ich denn totgegangen? War doch gar nichts. Verstehe ich gerade nicht, aber okay. Muss ich wahrscheinlich verstehen. Oh, das Viech kommt wieder hinterher. Nein! Ah, oh, wie dumm. Mein Gott, wieder verpasst. Ja, man muss leider den ganzen Weg immer machen, das ist ein bisschen nervig. Aber es geht halt nicht anders. Nein! Oh, schneller, schneller.
So. So, jetzt kommt mal. Schafft ihr? Okay. So, jetzt müssen wir gleich weitergehen können, genau. Jetzt kommt das Viech wieder. Oh nein, jetzt springe ich nicht. Na gut, wir müssen diesmal nicht den ganzen Weg machen, sondern nur von da. Was schon sehr angenehm ist. Na gut. Den kriegen wir wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt, aber egal. So, wir laufen weiter. Nein! Oh Mann. Das klappt beim letzten Mal besser. Na gut. Noch einmal. So. Die Beine mal zurück. Was sind diese fetten. Könnte auch oben längs gehen, glaube ich. Habe ich das letzte Mal aber auch nicht gemacht. Oh nein. So. So. Und bis hierhin habe ich gespielt. Also kriegt ihr jetzt ab jetzt wieder alles mit. So. Los geht's. Stimmt gar nicht. Ich habe noch eine Runde weiter, einen Tick weiter gespielt. Aber das ist nicht wirklich weit. Das zeige ich euch gleich. Das zeige ich euch. So. Bis hierhin habe ich gespielt und weiter nicht. Und jetzt können wir gemeinsam das Rätsel hier lösen. Da gibt es einen Schalter. Zwei sogar. Okay. Also, es geht ja nach Gewichten hier wahrscheinlich. Heißt. Hoch kommen wir aber nicht. Aber wir könnten da weiterspringen. Die auch nicht so leicht ist, aber. Okay, das ist vielleicht doch gar nicht so leicht. Aber wir können. Was wir nutzen hier vielleicht? Nicht wirklich, ne? Das obere Ding da kann man nutzen. Okay, der fliegt damit mit. Versuchen wir es mit ihm hier lieber. So, gehen wir rüber. Schalter. Die Drachenmaul geht auf. Wie kommen wir da so schnell rein? Ist die Frage. Wie kommen wir da so schnell rein? Okay, da hoch kommen wir auf jeden Fall nicht. So einfach. Hä? Aber wenn wir da rüber, können wir schweben. Dann können wir es aufmachen. Wir kommen da nicht. Können da ja nicht ins Drachenmaul rein flattern. Oh, ja, wieder bescheuert. Oh, wieso komme ich denn nicht da hoch? Von wo soll ich denn, wie soll ich denn ganz sonst da hochkommen? Verstehe ich gerade nicht. Noch ein höher kommen wir nicht.
So, dann können wir hier aufmachen. Ah, okay. Bleibt der Mund jetzt offen? Ah, okay, warte, jetzt weiß ich. Okay. Zack. Das ging doch. Gar nicht so. War gar nicht so schwer. Okay, die Tür kriegen wir jetzt nicht einfach so auf. Die müssen wir da rausholen irgendwie. Müssen ein bisschen jumpen. Da ist ein Schalter. Geht auf. Runter. Ja, ein bisschen weiter hier rüber schieben vielleicht. So. Und los geht's. Natürlich eine enge Kiste hier. Aber wir versuchen mal da durchzukommen. Ah, das ist ein Riesenhammer hier, okay. Bin ich tot? Ich hoffe nicht. Level abgeschlossen, okay. War jetzt auch nicht so schwer. Naja, immerhin, Level abgeschlossen. Besser geht's nicht. So. Gucken wir uns das nächste Level auch nochmal an? Ja, ich denke schon, ne? Zumindest schauen wir mal rein. Na? Vater Alten. Wenn ist das blöde Viech. Ja. Aber wir können die mit dem Vakuum-Ding. Können wir die ranholen? Natürlich ganz cool gemacht. Hier? Ein paar Münzen. So, weiter in die Richtung. Der hat wahrscheinlich einen Angriff auf den Kopf bekommen. Ist bestimmt pissauer auf uns gleich. Gucken wir, dass er uns gleich nochmal angreift. Ah, okay. Nicht so schwer. Das ist eine Mauer, die man einhauen könnte, aber kann man gar nicht. Ah!
Oh Mann, da kann ich mich gar nicht erwehren. Warte. Und alle. Hopp. Guck mal, kann ich die Fledermäuse direkt ransaugen. So. Groß genug hier. Oh, schon wieder klein. Hauptsache erstmal springen, ne? Gar nicht gesehen, was passiert, aber erstmal losspringen. Noch ein Highlight. Whee. Oh. Das war auch zu. Auch sehr langsam. Also, es ist gerade recht träge hier. Also, als ob das zu viel ist für das Spiel. Kann man gerade so denken, oder der Typ ist einfach nur sehr träge gewesen. Da passiert so viel, also sind keine 60 Frames mehr, die hier jetzt gerade abgehen, glaube ich. Aber naja. Alle hopp. Da können wir speichern. Ah! Gut. Okay, warte, müssen wir einmal hier saugen. Und dann vielleicht so. Ah, sehr gut. Nein! Oh, warte. Oh, haben wir Glück gehabt. Da ist sie schon wieder. Banditen, Briganten, Räuber, gib mir zurück, was mir gehört, oder spürt meinen Stich. Hii. Okay. Gib mir das wieder. Ups. Autsch, oh Mensch, mein Nacken. Na, guck mal. Macht uns die Tür da oben auf. Perfekter Typ. Kollege. Ehrenmann. So. Da
da hoch will. Eine Mütze mir dann hoch. Oh, da haben wir Glück gehabt, dass wir auf der Kante stehen konnten. Oh nein! Langsam. Kriegt ein bisschen Übung in das Spiel. Ah, guck mal. Beijan. Und runter. Sliden. Oh, wer ist denn die fette Kröte? Ach, das ist der Boss. Okay. Und die Schmarotzer sind wieder da, wollen sich über den Fluss schleichen. Welche Überraschung. Aber niemand fährt hier kostenlos. Das ist euer letzter Halt. Ja, haben wir schon mal gehabt. Oberkroko, ein kaltblütiger Gebühreneintreiber. Gucken wir mal, wie wir den schlagen können. Okay, jetzt kommt Koko selbst runter. Bam, 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 bam. Wie cool. Oh, ist das platt. Wo ist der nächste? Flieg weg. Oh nein. So. Mist. So. Und jetzt noch mal. Na heult er. Musst du nicht weinen. Ach, musst du doch. Sehr gut. Level abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.